Tja, da ist es. Wer zum Teufel wohnt denn hier? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist die richtige Adresse. Ich habe mich hier in den letzten Tagen etwas umgesehen. Ist keiner zu Hause. Und da wären wir. Wow. Dieses Haus ist ja riesig. Okay. Wo sollen wir anfangen? Finden wir mal einen Weg hinein. Und danach kommt die Tür. Okay, jetzt scheinen wir wieder so eine Rückblende zu haben. Sehr cool. Hat uns... Also hier gibt es eine Alarmanlage? Suchen wir einen Weg nach drinnen, ohne ein Fenster einzuschlagen. Hat uns unser Bruder angelogen. Alter. Hey, Nathan, da. Ein offenes Fenster. Ach ja. Hier, mir nach. Okay, gib mir deine Hand. Wir sind noch zu klein, wir kommen nicht hoch. Ja, genau. 1A, Kalle. Jetzt kommen wir gar nicht mehr hoch. Jetzt kommt er wieder runter. Komm. Mann! Wenn wir darüber aufs Hausdach gehen. Genau, hier hoch. Dann könnten wir es doch schaffen, hier rüber zu springen, oder? Ja, genau so. Komm, Nathan. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Gruselig. Ja, ja, hier. Ich hab noch einen. Und suchen wir nach einem bestimmten Zimmer? Halte einfach Ausschau nach Büchern, Magazinen, Aufzeichnungen aller Art. Ja? Hier drin ist nichts. Okay, irgendwas suchen wir anscheinend. Nur was? Miss Evelyn, mein Name ist Kenshiro Namba. Okay. Steht der Leber da. Neben einer Ritterrüstung. So, wo haben wir noch was? Hier scheint nichts zu sein. Hier auch nicht. Tja. Hier muss es doch noch irgendwo Aufzeichnungen geben. Alte Gemälde. Hier ist aber nichts mehr. Hier? Nö. Hier? Nö. Hier ist auch nichts drin. Haben wir ja schon geguckt. Da ist noch was. Ah, okay. Nein. Hier unter dem Dach ist es nicht. Die Küsten sind voller alter Reise- und Campingausrüstung. Wie finden wir sie? Was? Mams Notizbücher? Weißt du nicht mehr? Die hatten immer diese cremefarbenen Einbände. Ja, ich weiß, aber das ist riesig hier.
Wie eine Nadel im Heuhaufen. Ah ja, wir sind in unserer alten Bude, wo dann Nathan reingezogen ist mit seiner Frau, nehme ich mal an, ne? Vom Dachboden her gesehen jetzt. Da haben wir doch eins. Weißes Leder. Sam, hier ist was. Echt jetzt? Jo. Nein, das ist nicht von Mom. Aber du bist auf dem richtigen Weg. An, Kicker. Eine Tür. Okay. Schlafzimmer. Schlafzimmer sind immer prädestiniert für so Sachen. Was haben wir hier? Umdrehen. Ah, das ist schon wieder einer, den sie getroffen hat. War das dein Haus? Ich lese mir jetzt das nicht alles durch. Erinnern dich die Kisten an etwas? An jedes unserer Häuser? Genau. Ich weiß noch, wie Dad immer sagte, warum überhaupt auspacken? In einem Monat ziehen wir eh wieder um. Ja, immer schön arschig. Ah, da liest mal was. Hey Sam, nenn mich verrückt, aber das sieht aus wie eine Ming-Vase. Nathan, welcher zurechnungsfähige Mensch lässt eine Ming-Vase einfach so herumstehen? Ja, ist bestimmt nur ein billiges Imitat. Hm, klar ist es das. Richtig? Richtig. Ja. Und wo gibt's hier noch was? Hier haben wir auch alles abgecheckt. Hm. Gehen wir mal da weiter. Sie bewegt sich nicht. Hier, machen wir es zusammen. Bereit? Alter. Das ist so eine Art Sarkophag. Ja. Sieh dich um. Hier stehen jede Menge Sarkophagi. Sarkophage. Sam. Die sind echt. Was ist das hier? Tja. Heraus. Krasser Kram, ey. So. Da ist noch was? Kanopen. Cool. Da geht's nach oben. Ah, ein Schatz. Sie haben einen Schatz gefunden. Da ist noch was. Hm. Hey, erkennst du das? Sowas habe ich schon mal gesehen. Liegen dir Figuren. Etruskisch. Ah, stimmt. Ja, Mann und Frau. Gemeinsam begraben. Irgendwie finster. Auf eine ziemlich coole Art. Ja. Da haben wir noch was. Hier ist noch eins. Nein. Ich glaube, es ist ein antiker mesopotamischer Waschtrockner. Ich bin ein Scherzkeks, schon immer. Ein Scherzkeks ist er. Alter, wie es in der Bude aussieht, ey. Hey, Nathan, sieh mal her. Wer bin ich? Hm? Dr. Livingston, komm. Nicht schlecht. Ein Zettel. Mann,
Was gebe ich für so eine Einladung? In der Adventures Lodge. Krass. Lange nicht gesehen. Ich hoffe, du bist dieses Jahr mit dabei. Charles. Okay. Da haben wir noch einen Globus. Wo soll es hingehen? Hä? Wenn dir die ganze Welt offen steht, wo gehst du hin? Überall? Überall. Na gut. Mal sehen. Indien. Wir sehen uns das Taj Mahal an. Er dreht sich und dreht sich. Sowjetunion. Auf nach Moskau. Ja, da kommen wir vielleicht nicht so leicht rein. Aber den roten Platz will ich mal sehen. Auf ein neues. England. Windsor Castle. Das wäre cool. Nicht wahr, Sam? Hey, sieh mich nicht so an. Ich kann nichts dafür, dass du noch nicht geboren warst. Viel erinnere ich mich eh nicht. Und so cool war es nicht. Aha. Cool. Können wir doch jetzt ewig rumdrehen. Gibt's hier sonst noch was Interessantes? Ah, da. Hey, sieh mal. Voll lustig. Komm, häng's wieder zurück. Mach nichts kaputt. Was ist heiß da drin? Dann hat er immer noch seinen Hut auf. Der hat den Hut auf. So. Gibt's jetzt hier noch was? Ich glaube nicht, ne? Jetzt rennen wir hier in dem Haus rum. Ich habe keinen Plan, was wir hier eigentlich machen. Ist da noch irgendwo eine Tür? Hier. Kommen wir nicht durch. Hier liegt noch was. Das habe ich gelesen. Es ist irgendwie unglaublich. Es geht um die erste Frau aus dem Westen in Lhasa. Ah ja. Fruchtbarkeitstotems. Hey, bist du nicht etwas zu jung für so etwas? Bist du nicht etwas zu alt für diesen Witz? Man ist nie zu alt. Wow. Dieser Tisch ist so groß wie der im Speisesaal im Waisenhaus. Das Essen war hier bestimmt besser. Keine Kunst. Mann, die haben hier bestimmt tolle Feste gefeiert. Den Artefakten nach hatten sie jedenfalls das Geld dafür. Ja. Ja. Das letzte Fest scheint aber eine Weile her zu sein. Hey, sieh dir diesen krassen Dämonenhelm an. Ist das ein Wikingerhelm? Komm, du weißt doch, dass Wikingerhelme keine Hörner haben. Der ist persisch. Ah, sorry. Kannst du dir vorstellen, der zu sein, der das alles entdeckt hat? Wow, Lawrence von Arabien. Den Schinken wollte ich schon immer sehen. Alter, was eine riesige Hütte. Eine Turnierrüstung. Französisch. Was eine Hütte. Hey, leuchte mit deiner Lampe vielleicht nicht so viel gegen die Fenster. Ja, ich wollte schon sagen. Ist vielleicht nicht so prickelnd. Alter. Meine liebste E, deine Reise nach El Mirador klingt traumhaft. Haben die Maya etwas für dich dagelassen? Ich freue mich darauf, bei meiner Rückkehr persönlich mehr darüber zu erfahren. Aha. Aha. Okay. Da ist noch was. Achtung, ist es diesmal? Nein. Verdammt. Aufzeichnungen über alles und jeden, aber keine von Mom. Das
Das Haus ist groß. Nicht aufgeben. Samurai! Na, erkennst du das Wappen? Malvenblätter sind, warte, nicht sagen, nicht sagen, Tokugawa. Hey, ja, aber Samurai-Helm auf. Sau cool. Okay, da ist noch was. Ist das ein Brief? Was davon übrig ist. Jemand wollte ihre Sachen kaufen. Sie haben wohl abgelehnt. Das Geld brauchten sie ja nicht. Okay. Ich glaube nicht, dass Moms Tagebücher hier sind. Gehen wir nach oben. Ha, bisschen Musik machen. So, dann mal nach oben. Zu. Verschlossen. Moms Sachen sind vielleicht in einem dieser Räume. Wir müssen da rein. Ist halt schlecht, wenn alles zu ist. Da noch irgendwas? Nö. Aber ich habe einen coolen Samurai-Helm auf, deswegen passiert mir nichts. Wo rennt der denn jetzt wieder rum? Suchst du was Bestimmtes? Erstmal das Geleier hier ausmachen. Das nervt mich ein bisschen. Hey, der Lüftungsschacht. Da oben. So ganz allein? Der Lüftungsschacht. Soll ich da mal draufschlagen? Komm, ich schlage mal drauf. Ein Drachengong. Sieht nach Südostasien aus. Schick. Da oben ist ein Lüftungsschacht. Oh ja. So kommen wir vielleicht in den Raum darunter. Nicht viel. Du. Was? Ich komme nicht durch. Schaffst du das? Soll das ein Witz sein? Schaffe ich das? Okay. Dann zeig mal, was du kannst. Tja. Dann. Auf in den Lüftungsschacht.